Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Auch heute Abend beginne ich wieder mal ein neues Buch, eine neue Premiere, die hier ist. Und ich habe das zu danken an einen Bruder, der in dieser Skype-Gruppe seit Romanismus und die Reformation, ich glaube von Anfang an damit beisitzt, Bernd, der vor knapp 14 Tagen in dieser Gruppe einen Link gemacht hat, oder bei mir zu Hause, weiß ich jetzt gar nicht mehr, bei mir extra, ich glaube in dieser Gruppe war es, ist auch wohl egal, er hat einen Link jedenfalls geschickt von einem Buch von James Atkin Wiley über das Papsttum. Und ich wusste gar nicht, dass von James Atkin Wiley es solche Bücher in Deutsch gibt, weil das Buch ist in Deutsch, von 1853. Und ich kenne James Atkin Wiley dadurch, dass ich seine Geschichte des Protestantismus, drei Bände, über 2000 Seiten im Originaldruck aus dem 19. Jahrhundert hier bei mir im Schrank stehen habe. Ich habe von ihm auszugsweise gelesen, das Papsttum ist der Antichrist, eine Demonstration, das ist so ein 50-60 Seiten Buch, nicht so besonders dick. Ich habe reingeschaut in seine Geschichte über die Waldenser und wir hatten ja auch da Auszüge von gelesen, dachte ich auch in Romanismus und die Reformation, dem vorigen Buch, was wir hier gelesen hatten, von Henry Gretton Guinness. Tom Fress hat von James Atkin Wiley auf First Amendment Radio in 2017, wenn ich mich nicht irre, gelesen, Rome and Civil Liberty, also Rom und die zivile Freiheit. Ein ganz tolles Buch, eine ganz tolle Buchlesung, die Tom Fress da gemacht hat. Und jetzt hat mich halt der Bruder Bernd damit versorgt, mit einem Link, dass eins seiner ältesten Werke, 1853 ins Deutsche übersetzt, im Deutschen erschienen ist. Und das Buch heißt Das Doppelgesicht des Papsttums. Es hat natürlich noch einen längeren Buchtitel, den werden wir dann gleich besprechen, aber das ist der Titel, unter dem man das Buch auch heutzutage noch in Büchereien online finden kann und sich bestellen kann. Ich glaube, die letzten Drucke sind von 1969, also jetzt knapp 50 Jahre alt. Und das ist halt das Buch, das Doppelgesicht des Papsttums. Und wenn wir da jetzt mit anfangen, sage ich von vornherein dazu, wir haben heute die zweite Premiere, also es ist ja keine Premiere mehr. Nein, zum zweiten Mal mache ich diese Buchlesung auch eine interaktive Buchlesung. Das heißt, die Brüder und Schwestern, die mir über Skype live beigeschaltet sind, haben von mir Erlaubnis bekommen, wenn irgendetwas ist, dass sie eine Frage haben oder einen Kommentar geben zu wollen zu dem, was ich gerade lese oder sage, dass sie an dieser Lesung aktiv teilnehmen können. Also wir machen eine aktive Buchlesung daraus und deswegen auch, wenn diese Buchlesung erscheint, wenn dann noch Leute Interesse haben, dabei zu kommen, dann können sie sich dazu anmelden, indem sie einfach mich als Kontakt anfragen über Skype, Joggler77, eine Kontaktanfrage senden und dann, wenn sie hier dran teilnehmen wollen, dann werde ich sie daran teilnehmen lassen. Nur, wir haben heute den 12. Mai. Und es dauert noch eine Weile, bis dieses Video erscheint, weil natürlich erst die Videos von Romanismus und die Reformation hochgeladen werden. Und dann ist es so, dass ab heute eine Woche diese Lesung kommt von dem Buch von James Atkin Wiley, das ihr hier jetzt groß im Bild seht. Und in der nächsten Woche gehen wir wieder auf Ralph Woodrow's Babylon Mysterienreligion zurück. Das heißt, die zwei Bücher machen wir abwechselnd. Eine Woche das, andere Woche das Buch. Und das machen wir so lange, bis Herrscher des Bösen ganz durchgelesen ist. Und wenn die Lesung wegfällt, ja, dann machen wir jeden Sonntag zwei Lesungen, sowohl von dem einen als von dem anderen Buch. Und wenn Babylon Mysterienreligion vorbei ist, dann habe ich schon das passende Buch, was danach kommt. So, das jetzt erstmal soweit zur Einleitung. Wir sehen hier also das Buch, das PDF, 453 Seiten von 1853, wie ihr seht, hier Elberfeld steht hier unten, 1853. James Atkin Wiley, so heißt der Autor. Und ich habe natürlich vergessen, von Wiley selbst mal ein Bild hier mit reinzustellen. Das kann ich aber gleich eben nochmal machen. Ich habe hier ein sehr schönes Bild von James Atkin Wiley, wie ich persönlich finde. Da ist er abgebildet. Er lebte zwischen 1808 und 1890 und war ein protestantischer Schreiber in England und Schottland. Und das ganze Buch lautet vom Titel her Das Doppelgesicht des Papsttums, Geschichte, Lehren, Geist, Einfluss, Zustand und Aussichten der römischen Kirche. Dieses Buch passt sich vom Inhalt her perfekt an die vorige Lesung Romanismus und die Reformation an. In Romanismus und die Reformation von Henry Gretton Guinness von 1888 hatten wir die Geschichte des Romanismus besprochen und die Geschichte der Reformation.
James Edgen Wiley beschäftigt sich hier hauptsächlich mit der Entwicklung des Papsttums, und zwar nach apostolischer Zeit, also ganz vom Anfang, nach wie das Papsttum sich im Grunde aus der damals wirklich wahren Kirche entwickelt hat, wie das Papsttum der von Paulus unter anderem prognostizierte Abfall der wahren Kirche ist, wie sich das entwickelt hat bis in die heutige Zeit, sprich zumindest die Zeit von James Edgen Wiley, als er das Buch in den wohl 1850er Jahren geschrieben hat. Es ist halt ins Deutsche übersetzt und es lautet hier unten, das Motto des Verfassers ist Causa latet vis est notissima, das heißt auf Deutsch, die Ursache ist mit dem Bekannten versteckt. Und dann gehen wir mal ein wenig blättern in diesem Buch, ein paar Seiten runter, ich muss das eben scrollen, dann sehen wir hier, es ist das erste Buch, das erste Kapitel, das geht über den Ursprung des Papsttums, das zweite Kapitel Entstehung und Fortschritt der kirchlichen Oberherrschaft, drittes Kapitel Entstehung und Fortschritt der weltlichen Herrschaft, viertes Kapitel Entstehung und Fortschritt der weltlichen Oberherrschaft, weil es ist ein Unterschied zwischen einer weltlichen Herrschaft im dritten und einer weltlichen Oberherrschaft im vierten Kapitel, das werdet ihr schon noch sehen. Im fünften Kapitel besprechen wir die Begründung und Ausdehnung des Suprimats, im nächsten Kapitel das kanonische Gesetz, dann faktische und prinzipielle Unveränderlichkeit der römischen Theorie vom Suprimat. Und dann gehen wir in das zweite Buch rein auf Seite 147. Ich bin im Augenblick selbst mit meinen Vorbereitungen in Kapitel 5 bereits angekommen. Bin irgendwo auf Seite 104, 105 belandet und habe soweit das Buch schon vorgelesen. Zum Glück, weil es sind einige Ausdrücke da und einige Dinge, die interessant sind, um das vorher zu lesen. Und ich habe mir halt die Zeit genommen und habe die letzten Tage jeden Tag was gelesen. Aber ihr seht, das Buch befasst noch eine ganze Menge mehr Seiten, zweites Buch, drittes Buch. Wir enden dann im dritten Buch mit dem Geist des Papsttums, den Einfluss des Papismus auf den Einzelnen und der Einfluss des Papismus auf die Staaten. Ja, das ist da ein sehr interessanter Fall, den wir da noch lesen. Und ganz zum Schluss geht es dann im vierten Buch über am Ende die Aussichten des Papsttums aus der Sicht von James Edgen Wiley, also Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja, Rom dem Atheismus gegenübergestellt. Das ist natürlich interessant, auch wenn wir das dann sehen im Lichte des Beginns des 20. Jahrhunderts. Wie ist der Zusammenhang zwischen Rom und dem Kommunismus, der Sowjetunion, wo wir aus anderen Lesungen bereits wissen, die Jesuiten den Atheismus in der Sowjetunion eingeführt haben, eben um dafür zu sorgen, die orthodoxe Kirche dort zu unterwerfen. Und so weiter und so weiter. Wir sehen hier, das Buch hat in total etwas über 430 Seiten, also knapp 429 Seiten, dann kommt der Anhang und das wird uns also schon eine Zeit lang beschäftigen. Wir beginnen natürlich am Anfang mit dem ersten Buch, Geschichte des Papstes. Ich muss das jetzt nur mal ein bisschen größer machen, dann kann ich das etwas leichter lesen. Ihr seht, das ist wieder Frakturschrift und von daher auch für mich etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich habe mit Griesinger reichlich gelernt, mit der Frakturschrift umzugehen. Und jetzt habe ich natürlich vergessen, die Einleitung vorzulesen, die ich vorbereitet habe. So ist das bei einer Premiere. Man ist immer mal ein bisschen nervös und vergisst das ein oder andere. Also, nochmal zurück zum Anfang. Denn ich hatte hier eine Note genommen und wollte euch mit dieser Note etwas kurz vorlesen, um euch einzustimmen darauf, worum es in diesem Buch geht. Also, das Doppelgesicht des Papsttums. Was ist denn nun das Papsttum überhaupt? Eine rein geistliche oder rein irdische Gemeinschaft? Keins von beiden. Das Papsttum hat einen gemischten Charakter. Deswegen der deutsche Beititel, das ist nicht der englische Titel, das ist der deutsche Beititel, das Doppelgesicht des Papsttums. Es hat eben zwei Gesichter, wie der Heidengott Janus auch. Den lernen wir noch kennen in Babylon Mysterienreligion, wenn ihr den nicht kennt. Das Papsttum ist zunächst dem Christentum die großartigste Erscheinung der neueren Welt. Von beiden hat unglücklicherweise das Erstere, also das Papsttum, in mancher Hinsicht einen noch mächtigeren Einfluss auf die Zustände des Menschengeschlechts geübt und eine augenfälligere Rolle auf dem Schauplatz der Welt gespielt. Die Erhebung und Entwicklung dieses staunenswürdigen Systems vollständig zeichnen, hieße eine Geschichte des westlichen Europa schreiben. Der Fall ganzer Reiche, der Untergang religiöser Systeme, die Auflösung und Erneuerung der Gesellschaft, die Entstehung neuer Staaten, die Veränderung in Sitten, Gewohnheiten und Gesetzen, die Staatskunst der Höfe, die Kriege der Könige, der Fall und die Wiederbelebung der Wissenschaften, der Philosophie und der Künste, alles
Alles das hängt unmittelbar mit der Geschichte des Papsttums zusammen, zu dessen Wachstum sie beigetragen und dessen Schicksal zu entscheiden sie geholfen haben. Unsere Zeit und die Grenzen des Erdballs bieten kein zweites Feld von so ungeheurem Umfange für die wissenschaftliche Forschung. Es mag hier aber genügen, in allgemeinen Umrissen die vorzüglichsten Ursachen zu geben, welche zu der Entstehung dieser entsetzlichen Macht beigetragen haben, und die Stufen, welche den Lauf einer furchtbaren, allmählichen Entwicklung bezeichnen. Die ganze Entwicklung der Synagoge Satans, wie ich, Jörg, die römisch-katholische Kirche zu nennen pflege, ist hier in diesem Buch aufgeschrieben, von den Zeiten des Apostel Paulus, der bereits warnte, dass das Geheimnis der Gesetzlosigkeit bereits am Arbeiten ist, wie wir im zweiten Buch der Thessaloniker Kapitel 2 bis in die heutige und auch unsere Zeit nachlesen können. Also in die heutige, einerseits Wileys Zeit, aber eben auch unsere Zeit. So, jetzt ist das natürlich eine kleine Wiederholung gleich, weil, was ich gerade vorgelesen habe, ist eine Übersetzung von mir von der Frakturschrift in normale Schrift dieses ersten Teils teilweise, aber dann lesen wir halt diesen ersten Absatz nochmal. Wir fangen jetzt nämlich an mit dem Ursprung des Papsttums. So, nehmen wir eben das Bild hier von James Edgar Wiley weg und tun das Bildlesungsbuch hier hin. Das Papsttum ist also nächst dem Christentum die großartigste Erscheinung der neuen Welt. Von beiden hat unglücklicherweise das Erstere, also das Papsttum, in mancher Hinsicht einen noch mächtigeren Einfluss auf die Zustände des Menschengeschlechts geübt und eine augenfälligere Rolle auf dem Schauplatz der Welt gespielt. Die Erhebung und Entwicklung dieses staunenswürdigen Systems vollständig zeichnen, hieße eine Geschichte des westlichen Europa schreiben. Der Fall ganzer Reiche, der Untergang religiöser Systeme, die Auflösung und Erneuerung der Gesellschaft, die Entstehung neuer Staaten, die Veränderung in Sitten, Gewohnheiten und Gesetzen, die Staatskunst der Höfe, die Kriege der Könige, der Fall und die Wiederbelebung der Wissenschaften, der Philosophie und der Künste, alles, absolut alles, hängt unmittelbar mit der Geschichte des Papsttums zusammen, zu dessen Wachstum sie beigetragen und dessen Schicksal zu entscheiden sie geholfen haben. Unsere Zeit und die Grenzen des Erdballs bieten kein zweites Feld von so ungeheurem Umfange für die wissenschaftliche Forschung. Es mag hier aber genügen, in allgemeinen Umrissen die vorzüglichsten Ursachen anzugeben, welche zu der Entstehung dieser entsetzlichen Macht beigetragen haben, und die Stufen, welche den Lauf seiner furchtbaren allmähligen Entwicklung bezeichnen. Allmählich ist hier das altdeutsche Wort für, was wir heute sagen, als allmählich, langsam voranschreitend, in kleinen Schritten. Genauso, wie sie es in der EU eben auch machen, wie wir noch wissen aus der Lesung hinter den Diktatoren. Da haben wir den Anhang gelesen, das Papsttum und die Europäische Union. Da war ja Bruder Viktor und ich glaube Bruder Michael, die waren da ja auch beide mit bei, als wir das gelesen haben. Und dann haben wir ja auch gesehen, wie zum Beispiel Juncker sagt, wir machen einen Schritt nach vorne und wenn es keinen großen Aufschrei gibt, dann machen wir noch einen. Und wenn es einen Aufschrei gibt, dann warten wir eben, aber wir gehen im Grunde immer weiter. Langsam, langsam, langsam. Und genauso langsam, genauso ruhig, mit genau solch einer Ruhe und mit so einer Geduld hat sich auch das Papsttum im Laufe der Jahrhunderte entwickelt. Und diese Geschichte werden wir hier jetzt sehr detailliert aufgezeichnet von James Edgar Wiley, uns in diesem Buch anlernen, was er uns dazu zu sagen hat. Der erste Ursprung des Papsttums, sagt der Autor, muss zweifelsohne in der Verderbtheit der menschlichen Natur gesucht werden. Das Christentum, obschon in sich rein und vollkommen, wurde unvollkommenen Wesen zur Aufnahme und Aufbewahrung anvertraut. Auch das Zeitalter seines Eintritts war unvollkommen und erfüllt von der Neigung, alles Einfache zu verderben und alles Geistige auf materialistische Weise zu verkehren. Die Gesellschaft war allseitig von sinnlichen und materialistischen Einflüssen durchdrungen und diese machten jenes Zeitalter schlechthin unfähig, Geschmack an der Wahrheit zu finden oder gar sie in ihrer abstrakten Form festzuhalten und die Schönheit und Größe einer rein geistigen Weltordnung zu begreifen. Die symbolische, von oben geordnete Gottesverehrung des Juden hatte ihn gelehrt, die religiöse Wahrheit mit sichtbaren Gebräuchen in Verbindung zu setzen, und er war dahin gekommen, beträchtlich mehr Wert auf die Beobachtung der äußerlichen Zeremonien zu legen, auf die Traditionen,
als auf die Ausbildung ihrer innerlichen Gestaltung und die Vollendung des geistigen Kultus. Auch Griechenland war bei all seinen geistigen Empfindungsvermögen, seiner kräftigen Beweglichkeit, seiner lebendigen Empfänglichkeit und seinem geläuterten Geschmack für alles Schöne doch ein Fett geworden im Sinn der Bibel und dem Materialismus anheimfallendes Land. Seine wollüstige Dichtkunst und himmlische Mythologie hatte den Geist des Volkes untüchtig gemacht, die wahre Größe eines einfachen und geistigen Systems zu begreifen. Italien hinwieder war das Land der Götter und der Waffen. Während seine Götterlehre ebenfalls das Bild menschlicher Leidenschaften darstellte, wirkte die andauernde Beschäftigung mit den Waffen im Allgemeinen, wenn schon einzelne Strahlen heroischer Jugend- und Vaterlandsliebe durch das Dunkel leuchten, entsittlichend und verwildernd auf den Charakter und Geist des Volkes, zog es völlig ab von den Arbeiten des reinen Verstandes und entfremdete es der Betrachtung des Übersinnlichen und Geistigen. Eine große Ähnlichkeit zu der Zeit, in der wir heute leben, nicht wahr? In dieser mannigfaltigen Verderbnis, der Entartung des Individuums, also ich sehe immer mehr Beispiele, dass wir eigentlich hier von 2019 sprechen, sowohl als der Gesellschaft, welche durch die damals so mächtigen und wirksamen entgeistigenden Einflüsse in der jüdischen, griechischen und römischen Welt herbeigeführt war, lag die Hauptgefahr für das Christentum. Und in diesen Elementen fand es einen Gegner, der tausendmal gefährlicher war als das Schwert des Römischen Reiches. Mitten unter und aus diesen unreinen Stoffen keimte das Papsttum, obgleich es in dem nächstfolgenden Zeitalter noch nicht lebendig erschien. Die Verderbnis nahm eine verschiedene Gestalt an, je nach den verwaltenden Lehrmeinungen und vorherrschenden Neigungen der verschiedenen Nationen. Der Jude brachte die Vorstellungen der Synagoge mit in die Kirche und verfluchte die mosaischen Institutionen, den Lehren Christi aufzupfropfen. Darum wird eben auch oft von der judäisch-christlichen Kultur gesprochen. Aber die judäisch-christliche Kultur ist besät mit Abfall des babylonisch-talmudischen Judentums. Die Juden, so wie wir sie heute kennen, wisst ihr, ich habe letzte Woche abends, schaue ich öfter mal so ein Quiz im Fernsehen, wenn ich abends esse, und dann läuft der Fernseher nebenbei und da läuft im ersten Fernsehprogramm immer so ein Quiz. Im Augenblick ist das so ein, ja, komm jetzt gar nicht auf den Namen, spielt auch keine Rolle, aber da in dem Quiz war es ganz interessant, da wurde die Frage gestellt, was denn die, die Schrift, die heilige Schrift der Juden ist. Und die Antwort war nicht die Bibel, die Antwort war der Talmud. Und wenn man weiß, dass die Juden also den Talmud als ihre heilige Schrift sehen, und wenn man weiß, wo der Talmud herkommt, dann weiß man, dass die Juden mit dem Christentum überhaupt nichts mehr zu tun haben und dass deswegen der Aufruf an uns Christen, an die Juden, um das Evangelium von Jesus Christus anzunehmen, umso nötiger ist. Die sind genauso betrogen wie alle römischen Katholiken. Die sind genauso betrogen wie alle Moslems. Sie sind genauso betrogen wie die Buddhisten, wie die Hinduisten. Sie sind genauso betrogen wie alle anderen, die in einer weltlichen Religion sind, anstatt in der einzig wahren Religion des Schöpfergottes der Bibel und Jesus Christus aus der Bibel. Ja? Und das muss man eben einfach mal verstehen. Interessant finde ich halt, dass hier Hendrik Grin, das wollte ich gerade sagen, es ist noch, das Buch sitzt noch ziemlich in meinen Knochen, Romanismus und die Reformation, dass hier James Atkin Wiley sagt, der Jude brachte die Vorstellung der Synagoge mit in die Kirche und versuchte die mosaischen Institutionen den Lehren Christi aufzupfropfen. Und die Apostel haben nichts anderes getan, immer und immer wieder, um dafür zu sorgen, dass wir verstehen, dass diese mosaischen Institutionen, das ist hauptsächlich das levitische Gesetz, durch Jesus Christus erfüllt wurde und von daher wir eine neue Lehre lernen müssen, wir gehen durch einen neuen Vertrag, das Neue Testament. Jesus, wie gesagt, in Daniel Kapitel 9, Vers 27, schließt einen Bund mit vielen, mit den Auserwählten des neuen Bundes. Ja?
aber der Jude brachte die Vorstellung der Synagoge mit in die Kirche und daraus ist heutzutage die christlich-judäische Tradition entstanden und der muss man fernbleiben, weil die ist genauso falsch wie alle anderen weltlichen Religionen auch. Der Grieche, so fährt der Autor fort, unfähig, sofort die Lehren der Akademie zu vergessen und ihr Joch abzuschütteln, versuchte ein Bündnis zu bewerkstelligen zwischen der Einfalt des Evangeliums und seiner eigenen, seinen und hohen erfindungsreichen Weltweisheit. Seiner eigenen Weltweisheit. Das ist doch genau das Gedankengut, mit dem wir heute in der Welt uns auch immer konfrontiert sehen. Die Leute wollen nichts annehmen, schon gar nicht von einem Gott in der Bibel, sondern sie wollen ihre eigenen Weisheiten glauben und ihren eigenen Weisheiten nachlaufen und den eigenen Weisheiten glauben, die ihnen von Kinds auf an, also ab der Kindertagesstätte, dem Kindergarten, der Basisschule, der Mittelschule, der Hochschule, der Universität, was ihnen da eingepfropft worden ist. Diesen eigenen Weisheiten, weil in diesen Institutionen, die ich gerade genannt habe, da werden nur menschliche Weisheiten gelehrt. Da wird Weltweisheit gelehrt. Und genau dasselbe Problem hatten hier auch die Griechen. Unfähig, sofort die Lehren der Akademie zu vergessen, also alles, was ich in der Universität gelernt habe, wieder abzuschütteln, das Joch abzuschütteln, versuchte der Grieche ein Bündnis zu bewerkstelligen zwischen der Einfalt des Evangeliums, weil das Evangelium ist einfach, simpel. Die Bibel ist einfach, nicht kompliziert. Und seiner eigenen, seinen und hohen erfindungsreichen Weltweisheit, während der Römer dem Gedanken abgeneigt, dass der Himmel seiner Götter als die Schöpfung einer ungeregelten Fantasie ihm plötzlich entrückt sein wollte, vor dem Wechsel erschrak, wie wir bei dem Einsturz des Himmels über uns erschrecken würden. Und obgleich er das Christentum annahm, der Römer, klammerte er sich doch an die Formen und Schatten des Polytheismus, also der Mehrgötterei, an dessen Wahrheit und Wirklichkeit er nicht mehr glauben konnte. So wurde durch Juden, Griechen und Römer die Einfalt des Evangeliums ebenmäßig verdorben. Der Unterschied bestand lediglich darin, dass jeder das einfache Wort in seiner Weise verfälschte. Manche Gemüter freilich waren kräftiger und origineller geartet oder reichlicher ausgestattet mit der Gnade des Geistes und dadurch fähig, einen volleren Griff in die Wahrheit zu tun und in höherem Grade in ihren geistigen Inhalt und ihre Einfalt zu würdigen. Aber die große Masse der Bekehrten lässt uns, namentlich gegen Ende des ersten und den Anfang des zweiten Jahrhunderts, unbeschadet vieles wahrhaft Großen die oben hergezählten Schwierigkeiten erkennen. Die neuen Ideen mussten mit den alten einen schwierigen Kampf bestehen. Die Welt hatte einen mächtigen Schritt vorwärts getan. Vom Symbol war sie übergegangen zu der geistigen Auffassung der Dinge. Von den Fabeln, Allegorien und Mythen, welche eine falsche Philosophie und eine sinnliche Poesie erfunden hatten, um ihrer Kindheit Vergnügen zu bereiten, zu den klaren, bestimmten und geistigen Ideen, welche das Christentum zur Kraftübung für ihr Mannesalter darbot. Aber es schien, als sei der Schritt zu groß. Es schien, als sei der Übergang zu plötzlich. Die Menschen fühlten gleichsam, wie ihr Geist bis jetzt noch unfähig war, der Wahrheit ins offene Antlitz zu schauen und waren froh, den Schleier des Symbols zwischen sich und die Herrlichkeit ihrer majestätischen Gestalt ziehen zu können. Es zeigte sich, dass die Welt nicht mit einem einzigen Schritt von ihrer Kindheit zum Mannesalter übergehen könnte, dass eine so gewaltige und umfassende Umbildung nicht gemacht werden konnte, sondern nach bestimmten unverletzlichen Gesetzen werden musste. So ist es uns ja aber auch bildlich bereits dargestellt worden durch die Gleichnisse des Erlösers, in denen er uns die Natur seines Reiches und die Art der Ausbreitung derselben erläutern will. Das Reich Gottes kommt nicht äußerlich merkbar. Es ist gleich einem Senfkorn, dem letzten unter den Samen. Aber wenn es gewachsen ist, ist es das Größte unter den Kräutern und es wird ein Baum. Es ist gleich einem Sauerteige,
welchen ein Weib nahm und mischte ihn unter die 3 Scheffel Mehl, bis es ganz durchläutert war. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, und das ist natürlich genommen hier aus der Bibel, es geht nämlich um die Verse Matthäus Kapitel 13, Verse 1 bis 33, und das lautet dann in der Schlachterbibel so: Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar von allen Samenkörnern das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ein anderes Gleichnis sagt er ihnen, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. So, jetzt fällt mir langsam mal auf, dass ich das hier Runde viel zu klein gemacht habe. Ich muss das noch ein bisschen größer machen, dann lese ich das noch leichter. Entschuldigung dafür eben mal. Dann müssen wir das hier rüberziehen. Es war nicht möglich, fährt der Autor fort, dass die Hauptidee des Christentums an einem Tage die alten Systeme verdrängen und sich selbst an ihre Stelle setzen sollte, sondern im Gehorsam gegen das Gesetz, nach welchem alle großen Veränderungen eintreten und sich entwickeln, musste es geschehen. Erst musste der Same eingelegt werden in den Schoß der Gesellschaft. Darauf der Prozess des Keimens folgen. Der Frühregen und der Spätregen der Verfolgungen von Seiten des Heidentums und des Papsttums mussten ihn bewässern, und erst nach Zeitaltern stillen Wachstums, währenddessen die Gesellschaft allmählich durchdrungen und durchsäuert wurde von dem belebenden Geiste des Evangeliums, sollte das Christentum seine allgemeine und triumphierende Herrschaft beginnen. Aber damals war die Zeit für eine rein geistige Herrschaft des Christentums über die Erde noch nicht gekommen. Der kindliche Zustand des Menschengeschlechts stand diesem entgegen. So wie in früheren Jahrhunderten die Menschen unfähig gewesen waren, die Erkenntnis von einem selbstständigen, unabhängigen und ewigen Wesen festzuhalten, selbst wenn sie ihnen mitgeteilt wurde, so waren sie jetzt unfähig, die reine geistige Verehrung dieses Wesens ausübend festzuhalten, obschon sie damit bekannt gemacht wurden. Daher ist es sicherlich gekommen, obgleich die Prophetie über diesen Punkt schweigt, dass die Welt bis zur Erlangung ihres Mannesalters noch einen Kreislauf von Fortschritten durchzumachen hatte. Dass vorher ein Zeitalter eintrat, währenddessen sie durch schmerzliche Irrtümer in schmerzliche Leiden geführt werden musste, ehe sie die Fähigkeit einer umfassenden, unabhängigen, klaren geistigen Empfängnis erreichte und fähig war zu denken, ohne Hilfe der Allegorie, und Gott zu verehren, ohne Hilfe des Symbols. Darum sagt Gott bereits im 2. Gebot, du sollst dir keine Abbildung machen von etwas im Himmel oder auf der Erde oder im Wasser unter der Erde, du sollst dich niederknien und sollst sie nicht anbeten. Aber in den frühen Jahrhunderten, das lernen wir nicht in diesem Buch, das muss man allgemein aus der Geschichte kennen, haben die frühen Kirchenväter, wie sie sich nennen, dafür gesorgt, und ich glaube, das bekommen wir sogar in Herrscher des Bösen, lesen wir da glaube ich sogar drüber, diese frühen Kirchenväter, oder in Babylon Mysterienreligion, diese frühen Kirchenväter haben dafür gesorgt, durch Einführung von Bildern und Symbolen den Leuten das Evangelium beizubringen. Durch Bilder, weil die Leute nicht lesen konnten. Aber Bilder, die versteht auch einer, der Analphabet ist, nicht wahr? Aber genau darum geht es. Das Evangelium verkündet sich auch ohne Hilfe von diesen Symbolen. Und wenn man diese Symbole gebraucht, dann begibt man sich bereits auf die Gefahr des Weges der Verdammnis. Und genau das ist, was der Autor hier eben meint. Dass er sagt, dass man fähig war zu denken ohne Hilfe der Allegorie und dass man Gott verehren musste, lernen musste, ohne Hilfe der Symbole. Diese Erwägung versöhnt uns mit dem ersten Anblick so anstößigen Faktum des großen Abfalls. Sieht man ihn in diesem Lichte, so erscheint er uns als eine
notwendige Stufe im Fortschritte der Welt zu ihrer hohen Bestimmung und als eine notwendige Vorbereitung zu der vollen Entfaltung der Pläne Gottes mit dem Menschengeschlecht. Die Wiedererhebung der Welt aus der Tiefe, in welche der Sündenfall sie gestürzt hat, ist beides ein langsamer und mühevoller Prozess. Das Mittel, welches Gott zu ihrer Erhebung geordnet hat, ist Erkenntnis. Große Wahrheiten sind entdeckt worden, eine nach der anderen. Sie waren erst immer nur Meinungen und wurden nächstdem die Grundlage des Handelns. Auf diese Weise wird das Menschengeschlecht langsam, aber allmählich erhoben bis zu dem Standpunkte, welchen der Schöpfer ihm schließlich bestimmt hat. Ein großes Prinzip, einmal entdeckt, kann nie verloren gehen. Und so geht die Welt stetig vorwärts. Eine Wahrheit kann nicht unmittelbar wirksam sein. Sie muss, um zum Bilde des Erlösers zurückzukehren, der in die Erde gesäte Same sein. Sie kann eingeschlossen sein in eine einzige Menschenbrust oder in ein einziges Buch oder in eine einzige Schule. Aber sie ist ein Teil der Weltordnung. Sie ist angemessen bei dem Wesen Gottes, in Harmonie mit seiner Regierung, und darum kann sie nicht vergehen. Allmählich sammeln sich Beweise um sie. Ereignisse tragen sich zu, aus welchem Licht auf sie fällt. Ein Zeuge stirbt für sie. Die Gesellschaft leidet darunter, dass sie ihren Lebensgang nicht in Einklang mit ihr gebracht hat. Andere Geister fangen an, sich ihrer zu bemächtigen. Und nachdem die Anerkennung eine gewisse Stufe erreicht hat, wächst die Zahl der Anhänger in geometrischer Progression. Endlich ist die ganze Gesellschaft davon durchsäuert. Und so wird die Welt eine Stufe höher gehoben, um nicht mehr von ihr herabzusinken. Die Stufe, das behaupten wir fest, die einmal völlig erreicht worden, geht nie wieder verloren. Denn durch die Welt sich kämpfend, hat die Wahrheit auf ihrem Wege so viele Denkmäler ihrer Macht über das Menschengeschlecht, sowohl in der Gestalt von Irrtümern und Leiden, als in der Befreiung und Erlösung hinter sich gelassen, dass wir darin ein deutliches Merkzeichen von dem Fortschritte unseres Geschlechts haben. Sie erlangt endlich in dem allgemeinen Bewusstsein die Klarheit und Gewissheit eines an sich gewissen Grundsatzes. Die ganze Geschichte der Welt, mit Aufmerksamkeit gelesen, ist weniger eine Erinnerung an alle Torheiten und Gottlosigkeiten des Menschengeschlechts, als vielmehr eine Reihe moralischer Beweise. Eine langsam fortschreitende Reihe von Erfahrungen und überzeugenden Versuchen zugunsten großer Prinzipien. Und dies in einer so umfassenden Weise, dass die ganze Welt sie sehen, verstehen und danach handeln kann. Die Gesellschaft kann nicht anders wie das Individuum erlöst werden. Sie muss von ihrer Sünde überzeugt werden. Ihr Verstand muss erleuchtet, ihr Wille erneuert werden, sie muss dahin gebracht werden, dass sie die Wahrheit erfasst und nach ihr handelt. Und wenn die Gesellschaft auf diese Weise geheiligt worden, kann sie zu dem ihr bestimmten Frieden gelangen. Und lasst uns eben ein Ding sicherstellen, wenn der Autor hier spricht davon, dass er sagt, ihr Verstand muss erleuchtet werden, dann spricht er von der Erleuchtung des Wortes Gottes der Bibel und nicht von der Erleuchtung des Gnostizismus, wie wir durch die Illuminaten und andere kennen. Ja? Es ist ein protestantischer Autor, James Atkin Wiley. Aber man kann die Wörter eben auch im biblischen Sinne gebrauchen. Ihr Verstand muss erleuchtet werden und der Verstand wird nur erleuchtet durch das Studium des Wortes Gottes. Er fährt fort und sagt, diese Auffassung halten wir für die wahre Theorie vom Fortschritte der Welt. In ihr ist das erste die objektive, das zweite die subjektive Offenbarung der Wahrheit. Die objektive Offenbarung ist das alleinige Werk Gottes. Die subjektive Offenbarung, das ist die Aufnahme der Wahrheit durch die Gesellschaft, ist das vereinigte Werk Gottes und des Menschen. Ersteres kann an einem Tage oder in einer Stunde geschehen. Das zweite gehört dem langsamen Wirken eines ganzen Zeitalters an.
So stellt sich uns der Fortschritt des Menschengeschlechts als eine Reihe großer Epochen dar, in welchen die Welt auf ihrem Laufe plötzlich vorwärts getrieben wird und dann wieder plötzlich stillsteht. Oder gar zurückzugehen scheint. Na, ersteres wird in der gewöhnlichen Redeweise Reformation oder Revolution, letzteres Reaktion genannt. Ein eigentlicher Rückschritt findet aber, genau genommen, dabei gar nicht statt. Und das Wesen dessen, was wir irrtümlich Rückschritt nennen, besteht einzig darin, dass, nachdem der Sonnenaufgang neu entdeckter Wahrheit vorüber ist, die Gesellschaft sich niederlässt, um die Prinzipien, in deren Besitz sie plötzlich gekommen ist, zu erforschen, diese Prinzipien zu glauben und sich anzueignen. Dazu ist aber Zeit nötig. Ja, es erfordert oft ein ganzes Zeitalter oder mehrere Zeitalter. Und nicht selten geht dieser Prozess nur unter großen Verwirrungen und Kämpfen vor sich, welche durch den Widerstand herbeigeführt werden, den die alten Irrtümer den neuen Ideen entgegensetzen. Unter den Epochen der Vergangenheit, den großen objektiven Offenbarungen, müssen wir als die einflussreichsten anführen. Die Offenbarung nach der Schöpfung. Die mosaische Theokratie. Den Eintritt des Christentums und die Reformation. Jede dieser vier Epochen brachte die Welt eine Stufe höher, von der sie nie wieder in ihren früheren Zustand zurücksank. Die Gesamtheit des Geschlechtes schritt ruhig vorwärts. Nichtsdestoweniger aber folgte jeder dieser Epochen eine Reaktion. Und diese ist eben die Anstrengung der Gesellschaft, der neu bekannt gewordenen Prinzipien sich zu bemächtigen, sie gänzlich dem eigenen Organismus einzuverleiben und so sich selbst für eine neue und höhere Stufe vorzubereiten. Der Fortschritt der Welt ist der Bewegung von Ebbe und Flut am Meeresufer zu vergleichen. Und das Menschengeschlecht in seinem Fortschritt bietet ein ebenso erhabenes und fürchterliches Schauspiel wie der Ozean in einem Sturm. Wenn die berghohe Welle mit Schaum gekrönt, ungeheuer und dunkel am Horizont emporschwillt und mit Donnerrollen zurückkommt, droht sie nicht nur das Ufer zu überfluten, sondern auch das Land zu überschwemmen. Aber ihre mächtige Kraft wird gehemmt und gebrochen durch eine einzige Sandbank. Die Wasser kehren zurück in des Ozeans Tiefe, als hätten sie von der Erde einen Gegenstoß empfangen. Man möchte glauben, der Ozean habe all seine Kraft in dieser einzigen Anstrengung verwendet. Nein, dem ist nicht so. Die unwiderstehlichen Kräfte der großen Tiefe ergänzen sich im selben Augenblick einen anderen Wellenberg. Sieht man kommen, ein anderer Wogensturz, schäumender Wasser strömt das Ufer entlang und die Höhe der Flut ist jetzt größer, noch viel größer denn je zuvor. So füllt der Ozean beständig seine Ufer in dem ununterbrochenen Wechsel von Ebbe und Flut. Diese Naturerscheinung ist aber nur das Bild von der Weise, in welcher das Menschengeschlecht fortschreitet. Unmittelbar nach mancher großer Epoche scheinen die neuen Ideen den Boden zu verlieren. Die Wasser verringern sich, aber allmählich schleichen sich die Grenzen zwischen den neuen Ideen und den alten Vorurteilen mehr aus. Und dann findet sich der Vorteil immer mehr auf der Seite der Wahrheit. Das allgemeine Niveau der Gesellschaft steht merklich höher. Unterdessen geschieht schon die Vorbereitung zu einer neuen Eroberung. Die Mittel zur beständigen Erneuerung, welche der Schöpfer in die Welt gelegt hat, durch die von ihm ihr anvertrauten Wahrheiten, arbeiten in aller Stille im Herzen der Gesellschaft. Eine andere, gewaltige Welle erscheint auf ihrer aufgeregten Oberfläche und vorwärts rollend mit unwiderstehlicher Kraft gegen das dürre Land des Aberglaubens fügt sie dem Reiche der Wahrheit einen neuen Gebietsteil hinzu. Aber so gewiss die Welt in einem beständigen Fortschritt begriffen ist und so gewiss jede folgende Epoche die Gesellschaft immer auf einen höheren als den unmittelbar vorhergehenden Standpunkt gebracht hat, so sicher ist es auch, dass die Entwicklung des Aberglaubens mit der Entwicklung der Wahrheit immer gleichen Schritt gehalten hat. Vom ersten Anfang an haben die beiden sich gegenübergestanden. Und so wird es ohne allen Zweifel sein, solange sie beide auf Erden existieren.
In den frühesten Zeiten war der Götzendienst unbefangen in seinem Glauben und einfach in seinen Formen, so wie die damals bekannten Wahrheiten nur wenige und sehr einfache waren. Als darauf in der jüdischen Weltordnung die Wahrheit in einem System von Lehren mit genau bestimmter gottesdienstlicher Ordnung verkörpert erschien, da sorgte der Götzendienst auch für ein System übersinnlicher Spitzfindigkeiten um den Verstand und für glanzvolle Zeremonien, um die Sinne zu bürgen. Und als mit dem Eintritte des Christentums die Wahrheit, wenn nicht in Bezug auf den Erkenntniszweck, so doch in ihrer Darstellung die vollste Entwicklung erreicht hatte, entwickelte auch der Götzendienst sich völliger als je in einem früheren Zeitalter zuvor. Der päpstliche Götzendienst ist ein feineres, künstlicheres, bösartigeres und vollkommeneres System als der heidnische Götzendienst es je war. Eine solche parallele Entwicklung liegt unvermeidlich in dem Wesen alles Geschichtlichen. Die Entdeckung irgendeiner Wahrheit nötigt zu der Erfindung des entgegenstehenden Irrtums. Ohne das eine kann das andere nicht existieren. In demselben Verhältnis, als die Wahrheit ihre Angriffspunkte vervielfältigt, muss der Irrtum notwendigerweise seine Verteidigungspunkte vermehren, um die Ausdehnung der Angriffslinie bedingt auch die der Verteidigungslinie. Nichtsdestoweniger besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Entwicklungen. Jede neue Wahrheit ist die Hinzufügung einer neuen, unnehmbaren Stellung für die eine Seite, während jeder neue Irrtum nur die Hinzufügung eines neuen, unhaltbaren Punktes für die andere ist, wodurch natürlich die Verteidigung geschwächt wird. Also mit anderen Worten, je mehr Lügen ich aufhäufe, desto schwächer der ganze Turm der Lügen eigentlich wird. Die Wahrheit jedoch ist unsterblich, weil ihr Einklange mit den Gesetzen, durch welche die Welt regiert wird, und daher kommt es, dass, je mehr sie sich ausbreitet, desto zahlreicher auch die Punkte werden, auf welchen ihr an Gottes Weltregierung eine feste Stütze geboten wird. Je mehr aber der Irrtum sich ausbreitet, desto zahlreicher werden die Punkte, auf welchen er mit eben dieser Weltregierung in Kollision und Konflikt kommt. So entwickelt sich die Wahrheit zur Kraft, der Irrtum zur Schwäche. Und so ist auch die volle Entwicklung jener, der Herold ihres Triumphs, die volle Entwicklung dieser, aber der Vorläufer ihres Untergangs. Ja, das habe ich rot angestrichen, weil das so ein wichtiger Satz ist. Und so ist auch die volle Entwicklung der Wahrheit der Herold ihres Triumphes, die volle Entwicklung des Irrtums, aber der Vorläufer des und ihres Untergangs. Der Götzendienst war anfangs nur einer und musste es sein. Denn er gewann seine Existenz allenthalben aus denselben Quellen. Ja, wenn man diesen Satz gut verstehen will, dann muss man das Buch von Babylon nach Rom von Alexander Hislop lesen oder meine Lesung folgen. Ja, darin ist nämlich ganz genau festgehalten, wie all die weltlichen Religionen, diese heidnischen Religionen, ihren Ursprung haben an einer Stelle, in Babylon. Und nur in der Bibel lesen wir die wirkliche Entstehungsgeschichte von Babylon. Und später in Herrscher des Bösen, das kommt in den letzten Kapiteln da auch noch. Der Götzendienst war anfangs nur einer. Und musste es auch sein, gegen die eine Wahrheit. Denn er gewann seine Existenz allenthalben aus denselben Quellen, welche in die Tiefe frühester Zeitalter gelegt waren. Aber obschon ursprünglich nur einer, der Irrtum, nahm er doch im Verlauf der Zeit verschiedene Gestalten an. Und wurde in den verschiedensten Ländern unter verschiedenen Namen bekannt. Die Philosophie der Magier hatte lange Zeit im Osten den Vorrang behauptet. Im Westen war der römische Polytheismus emporgekommen, während in Griechenland, dem Bindungsgliede zwischen Asien und Europa, welches den beschaulichen und geistigeren Charakter der orientalischen Abgötterei mit der Rohheit und Zügellosigkeit der Okzidentalischen zu verbinden verstand, eine fantasiereiche, aber sinnliche Mythologie emporblühte.
Da diese verschiedenen Gattungen des Götzendienstes in ihrem Wesen eins waren, so waren sie es auch in ihrem Ziel. Und das Ziel von dem allen war, das Herz von Gott abzuziehen, den Gesichtskreis des Menschen auf sinnliche Gegenstände zu beschränken und einen nachhaltigen Widerwillen gegen die Betrachtung eines geistigen Wesens, eine andauernde Unfähigkeit für die Aufnahme und Bewahrung der geistigen und übersinnlichen Wahrheit hervorzubringen. Der Frühling dieses Götzendienstes war längst vorüber. Ha, aber die mächtige Neigung, die er dem menschlichen Geiste gegeben, die war noch vorhanden. Nur durch eine langsame und fortgesetzte Gegenwirkung konnte diese schlimme Neigung besiegt werden. Seit so langer Zeit hatte solcher Aberglaube über der Erde gebrütet, so reichlich die Seelen mit seinen verderblichen Prinzipien geschwängert, dass seine Ausrottung nur durch einen langen und angestrengten Kampf von Seite des Christentums erwartet werden konnte. Es war vorauszusehen, dass nach der ersten Flut des triumphierenden Evangeliums eine Rückströmung kommen würde, dass der alte Götzendienst aller Gattungen von seinem panischen Schrecken sich erholte, alle seine Kräfte zusammenraffen und wieder erscheinen würde, nicht in einer der früheren Gestalten, nein, denn weder der Aberglaube noch das Evangelium erscheint bei seiner Neubelebung immer genau in der alten Organisation, sondern in einer neuen, dem damaligen Zustande der Welt und dem Charakter des neuen Gegners, dem er gegenübertreten sollte, angemessenen Form. Und dass Satan einen letzten und folglich bis dahin beispiellosen Anlauf nehmen würde, ehe er die Herrschaft über die Welt Christo abtreten müsste. Es war daher auch zu erwarten, dass in dem jetzt kommenden Kampfe alle Gattungen des Götzendienstes zu einer geschlossenen Phalanx sich vereinigen würden. Es war außerordentlich wahrscheinlich, dass aller Hass und alle gegenseitige Eifersucht, welche sie bis dahin voneinander getrennt hatten, weichen, dass die Schulen und Sekten, in die sie gespalten waren, sich vereinigen würden, dass, da sie in dem Christentum alle den gemeinsamen Feind erkannten, die gemeinschaftliche Gefahr sie auch zwingen würde, einander die Bruderhand zu reichen, und dass also sämtliche falsche Systeme vereinigt in ein einziges, zusammenfassendes und ungeheures allen Prinzipien von Feindschaft gegen die Wahrheit, alle Elemente von Kraft, welche früh in jenen zerstreut sich fanden, enthaltenes System, in dieser Verbindung und Vereinigung den Kampf gegen die Wahrheit mit Nachdruck beginnen würden. Dieses, was ich gerade vorgelesen habe, nennen wir heute die neue Weltordnung, nennen wir heute die Verbindung zu einer Einweltreligion, nennen wir heute, was in Deutschland schon seit einigen Jahren in Berlin anscheinend existiert, dieses Haus des einen, dieses Anbetungshaus für sogenannte Christen, Juden und Mohammedaner zusammen. Das Zusammenschließen all dieser verschiedenen heidnischen Religionen zu einer Religion, um gebündelt den Kampf gegen das Christentum zu begehen. Heute kämpfen sie alle einzeln. Der Katholizismus kämpft gegen den Protestantismus, der Mohammedanismus kämpft gegen den Protestantismus und alle anderen Religionen kämpfen gegen den Protestantismus. Und alleine schaffen sie es nicht. Aber wenn sie sich verbünden und wenn all diese Religionen eine Religion werden, die vorauskommende eine Weltreligion unter dieser einen Weltordnung, dann gehen sie gemeinsam gegen den Rest des Christentums vor. Und das wird so ungefähr die Zeit sein, wenn unser Herr wieder erscheint, nehme ich mal an. Aber das ist genau das, was James Edgen Wiley hier sagt. Wir studieren hier in der Form des Papsttums den Paganismus, wie er es später auch noch nennt, also das Heidentum. Und wir verstehen, dass durch die heutzutage, das ist der Vorteil, den wir haben in 2019, wenn wir auf die Vergangenheit zurückschauen, durch die ökumenische Bewegung des 20. Jahrhunderts, hauptsächlich abgeschlossen im Zweiten Vatikanischen Konzil 1962 bis 1965,
dass durch diese ökumenische Bewegung wir sehen, dass all die verschiedenen, ja, protestantischen Denominationen, die abgefallen sind, die nicht mehr festhalten an sola scriptura, an die Bibel und die Bibel alleine, zurück unter die Fittich von Rom kommen und sich mit Rom vermischen wie alle anderen Religionen, weil Rom vereinnahmt den Islam genauso wie alle anderen, und dann werden sie sich gemeinsam gegen den einen Gegner wenden, den sie alle haben: Christus. Man kann es auch nennen, der große Kampf zwischen Satan und Christus. Und wir müssen Stellung beziehen. Und wir müssen sehen, auf welcher Seite wir sind und auf welcher Seite wir kämpfen wollen. Und dafür können wir nur die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, meine lieben Brüder und Schwestern. Und ich muss eben hier meine Bibel aufschlagen, und zwar im Buch der Epheser. Es ist einer meiner Lieblingsstellen in der Bibel, die ich so gerne lese. Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18. Es steht geschrieben: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Genau diese Kunstgriffe, die wir hier in diesem Buch besprechen, wo James Atkin Wiley uns bereits sagt, dass all diese Irrtümer sich vereinen werden gegen die eine Wahrheit. Denn unser Kampf, sagt die Bibel, richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Wir sind also nicht geholfen mit irgendwelchen materiellen Schwertern, mit Pistolen, mit Gewehren, mit Bomben, mit Messern oder irgendwas. Nein, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Nein, unser Kampf richtet sich gegen Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest: Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, die da sind, die Lebenden in Christus Jesus hier auf der Erde. Nach kurzer Zeit schon zeigten sich die Symptome solch einer Bewegung von Seiten Satans, solch einer Wiedererstehung des alten Heidentums. Der Schatten begann sich rückwärts zu bewegen an dem Sonnenweiser der Zeit. Das geistige Element verlor allmählich den Boden dem symbolischen und mythologischen gegenüber. Die verschiedenen abgöttischen Kulte, welche den weiten Raum beherrscht hatten, den das Evangelium nun innehatte, unterworfen, aber nicht gänzlich entwurzelt, fingen an, dem Christentum den Hof zu machen. Sie nahmen den Schein an, der Herren zu huldigen und Marktdienst zu leisten. Aber ihr Plan bei dieser hinterlistigen Freundschaft war nicht, ihr zu helfen. Ihr Plan bei dieser hinterlistigen Freundschaft war nicht, ihr zu helfen in ihrer ruhmreichen Mission, sondern ihre Hilfe zu entlehnen und dadurch in ihrem Gebiete die Herrschaft zu erlangen. Sie wussten wohl, dass Altersschwäche, welcher früher oder später alles auf Erden entsprossene unterliegt, der Grund ihrer Niederlage gewesen war. Aber sie dachten, frische Lebenskraft aus dem Christentum zu ziehen, wie ein Vampir, der das Blut, das den Saft des Lebens aus einem Lebenden entnimmt, um selbst leben zu können und sich auf diese Weise der Würde des Greisenalters zu entledigen. Die Magierreligion huldigte der Herren im Osten. Viel Götterei machte ihr den Hof im Westen. Und auch der Judaismus, sicherlich in der Meinung, ein besseres Recht als jene zu haben, erhob Ansprüche auf Anerkennung. Jeder dieser Kulte brachte ein Stück von seinem Eigentum, von dem er behauptete, es sei unerlässlich zur Vervollkommnung des Christentums. Der Judaismus brachte seine toten Symbole. Die Philosophie der Magier und der Griechen ihre verfeinerten und scharfsinnigen, aber
ebenfalls Toten, Spekulationen und Lehren und der Paganismus Roms seine toten Gottheiten. Von allen Seiten ward das Christentum versucht, mit fremdem Inhalt zu teilen und wieder nach dem Schatten zu greifen. Jene vereinigten sich nach dem Schein und Aussage zu seiner Unterstützung. In der Tat aber, um es mit vereinten Waffen zu vernichten. Zweierlei war mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Erstlich, dass die einbrechende Verderbnis ihre früheste Reife mit dem Lande erlangen würde, wo ihre Entwicklung von äußeren Einflüssen am meisten begünstigt wurde. Und zweitens, dass, wenn sie sich einmal entwickelt hatte, sie die Hauptzüge und Grundeigentümlichkeiten jedes der alten heidnischen Kulte in sich aufweisen würde. Beide Voraussetzungen sind vollständig erfüllt worden. Weder in Chaldea noch in Ägypten, den Sitz der Magierphilosophie, noch auch in Griechenland entstand der Papismus, denn diese Länder hatten zu wenig von den Erinnerungen an ihre frühere Macht bewahrt. Auf dem Boden der sieben Hügel hingegen, mitten unter den Trophäen ungezählter Siege, den Wahrzeichen der Weltherrschaft und den prachtvollen Gebräuchen unheiliger Abgötterei, wuchs unbemerkt Velut Arbor Aevo wie der Baum des Lebens, der Romanismus auf. Zufolge eines Gesetzes, dem ganz gleichartig, welches des Samens Wurzeln auf das zu keimen geeignete Erdreich leitet, schlug das moderne Heidentum seine Wurzeln in den Boden, welchen das alte Heidentum mit seinen Einflüssen und Absichten am vollständigsten geschwängert hatte. Die zahlreichen Häresien wurden gar bald in Schatten gestellt und verkamen. Die gnostischen und anderen Irrlehren nahmen in demselben Verhältnis ab, in welchem der Romanismus an Größe zunahm, indem sein mächtiger Stamm alle die verderbten Einflüsse an sich zog, welche jenen sonst Nahrung gegeben hätten. Im Verlauf der Zeit verschwanden sie mehr durch einen Verzehrungs- als durch einen Vertilgungsprozess. Ein neuer Pantheismus, also Mehrgötterei, entstand. Gott ist in allem, das ist Pantheismus, diese Gaia-Bewegung. Ein neuer Pantheismus entstand, der einzige, welcher Wirklichkeit hat. Die absterbenden heidnischen Kulte kehrten zurück in den Schoß ihrer Erzeugerin. Zurück nach Rom, nach Babylon und verlängerten das eigene Leben in dem ihrigen. Das, meine lieben Brüder und Schwestern, ist der erste Ökumenismus. Ja? Ein neuer Pantheismus entstand, der einzige der Wirklichkeit, also der Bestehensrecht hat. Die absterbenden heidnischen Kulte kehrten zurück in den Schoß ihrer Erzeugerin nach Babylon und verlängerten das eigene Leben in dem ihrigen. Und damit haben wir den allerersten Ökumenismus. Das Papsttum ist ein neues Babel, dessen Baumeister die furchtbaren Gestalten des alten Götzendienstes sind. Es ist ein vergeistigtes Pantheon, in welchem jeder lokale und heimatlose gewordene Aberglaube wieder einen Sammelpunkt und eine Heimat fand. Es ist ein großes Mausoleum, in welchem die Leichname des abgestorbenen Heidentums wie die einbalsamierten Mönche des Kreuzberges im Totenschmuck ausgelegt sind, während ihre entkörperten Geister fortleben und von ihrem Grabe aus die Welt beherrschen. Eine Analyse des Papsttums zeigt uns, dass wirklich alle jene alten Systeme in ihm existieren. Im Papsttum existieren all diese alten Systeme. Die Philosophie der orientalischen Religionen blüht von Neuem auf in den Instituten des Mönchtums, des römisch-katholischen Mönchtums. Und in dem gemeinsamen Leben der römischen Kirche finden wir die beschaulichen Weisen und asketischen Gewohnheiten, welche in Ägypten und dem ganzen Osten so vorherrschend waren, wieder. Auch hier finden wir den Grundsatz jener Philosophie, dass das Fleisch der Sitz der Sünde und es demzufolge eine Pflicht sei, den Leib zu schwächen und abzutöten.
Im Papismus finden wir die vorherrschenden Züge der griechischen Philosophie, vornehmlich in der scharfsinnigen Kasuistik der päpstlichen Schulen, verbunden mit einem sinnlichen Gottesdienst, dessen Bedeutung, wie im alten Griechenland, nur wenigen, nämlich den Initiierten, bekannt ist, der Menge aber dunkel bleibt. Und endlich haben wir die Vielgötterei des alten Roms handgreiflich innerhalb des Papismus vor uns in den Göttern und Göttinnen, welche unter dem Namen der Heiligen den Kalender und die Tempel der römischen Kirche füllen. Hier lebt also wieder die ganze alte Abgötterei, nur die Organisation ist neu, und zwar vollkommener und vollständiger denn je. Indem es längst Vorhandenem eine neue Darstellung gibt, ist das Papsttum eine riesenhafte Erläuterung einer Parabel unseres Herrn. Zur Zeit der Einführung des Christentums war das Römische Reich mit Besmen gekehrt und beschmückt. Ja, das ist also Besmen, ist ein altes Wort für Besen. Ja, mit Besmen gekehrt und geschmückt. Der unreine Geist, der darin hauste, war ausgetrieben. Aber er war nicht weit fortgewandelt von der Gegend der sieben Hügel. Und da er nicht Ruhe fand, kehrte er wieder und brachte mit sich sieben andere Geister, die da ärger waren denn er selbst. Und wie lesen wir das in der Bibel? Ha, die Rückkehr des unreinen Geistes, Matthäus 12. Etwas anderes kann der Autor doch hier gar nicht gemeint haben. Matthäus 12, Verse 43 fortfolgende. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Stätten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert, hallo, mit dem Besen gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er, und sie ziehen ein und wohnen dort. Und er wird zuletzt mit dem Menschen schlimmer als zuerst. So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. Na, kann man das Papsttum besser beschreiben? Die Bibel trifft wie immer den Nagel auf den Kopf. Und wenn man weiß, meine lieben Brüder und Schwestern, dass das Papsttum der biblische, historische und prophetische Antichrist ist, dann liest sich die ganze Bibel, das ganze Neue Testament auf einmal ganz anders. Meine Stimme verlässt mich hier beinahe. Also, und da dieser Geist nicht Ruhe fand, kehrte er wieder um und brachte mit sich sieben andere Geister, die da ärger waren dann er selbst. Die nahmen Besitz von ihrer alten Wohnung, deren letzten Zustand nun schlimmer war als der erste. Der Name des Papismus ist wahrhaftig Legion. Woher kennen wir das? Lukas 8, Vers 30. Jesus aber fragte ihn und sprach, wie heißt du? Er sprach, Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefallen. Markus Kapitel 5, Vers 9. Und er fragte ihn, wie ist dein Name? Und er antwortete und sprach, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Der Name des Papismus ist wahrhaftig Legion. Es sind viele Widerschritte, sagt der Apostel Johannes, denn zu seiner Zeit waren die verschiedenen Systeme des Irrtums noch nicht in ein einziges vereinigt. Aber der römische Abfall erlangte schließlich die Herrschaft, und indem er die übrigen Häresien unter seinem Banner ordnete, gab er dem bunten Haufen seinen Namen und tat sich kund als der Antichrist der Prophetie und der Geschichte. So, mal eben schauen, aber das geht noch zwei Seiten weiter. Ich weiß, wir sind bei einer guten Stunde angekommen, aber ihr seht, wie weit wir am Ende dieses ersten Teils sind, und das lese ich dann jetzt auch noch zu Ende. So viel Geduld muss heute sein. So sehen wir denn in dem Papismus einen Nachwuchs des Paganismus, dessen tödliche Wunde, die ihm das geistige Schwert des Christentums beigebracht, heil worden war. Erinnert uns das nicht an, was wir lesen in Offenbarung, Kapitel 13? Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte, und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Rache wie ein Löwenrache, und der Drache gab ihm seine Kraft und sein Thron und große Vollmacht,
und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert nach dem Tier nach. Wie klingt das als Erklärung für was James Atkin Wiley hier schreibt? So sehen wir denn in dem Papismus einen Nachwuchs des Paganismus, dessen tödliche Wunde, die ihm das geistige Schwert des Christentums beigebracht, heil worden war. Seine Orakel waren verstummt, seine Altäre umgestürzt, seine Götter der Vergessenheit übergeben, aber die tiefe Verderbnis des Menschengeschlechts, noch ungeheilt durch die verheißene Ausgießung des Heiligen Geistes über alles Fleisch, rief von Neuem ins Leben und hatte unter dem Scheine des Christentums andere Tempel zu seiner Ehre, baute ein zweites Pantheon, den St. Petersdom, und erfüllte es mit anderen Gottheiten, welche in der Tat nur die alten Götter unter neuem Namen waren. Auch darüber lesen wir in Babylon Mysterienreligion und wie sie aus dem Pantheon die Statue des Jupitergottes genommen haben und sie in St. Peter, im St. Petersdom als Petrus uns verkaufen wollen. Jede Spezies des abgöttischen Wesens aller Zeiten und aller Länder fand, ob noch so verhüllt, in der allmähligen Entwicklung des einen großen Abfalls ihre Wiederausstattung oder Wiederausgestaltung. Dieser Abfall fing in Eden an und ward in Rom vollendet. Er begann mit dem Pflücken der verbotenen Frucht und erreichte seine Spitze in der Oberherrschaft des römischen Bischofs, Christi Stellvertreter auf Erden. Die Hoffnung, dass er würde sein wie Gott, wir erinnern uns an das Versprechen der Schlange im Garten Eden, ließ den Menschen die erste Sünde begehen. Und diese Sünde ward vollendet, als der Papst sich selbst überhob über alles, was Gott oder Gottesdienst heißet, also dass er sich setzte in den Tempel Gottes als ein Gott und sieht vor, er sei Gott. Das ist aus der Bibel zitiert, 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 4. Der Papismus ist nur die natürliche Entwicklung dieser großen ursprünglichen Übertretung. Der Papismus ist die gereifte und vollkommene Frucht der früheren Abgötterei. Er ist augenscheinlich eine ungeheure Ausdehnung desselben intensiven, bösartigen und fürchterlichen zerstörenden Prinzips, welches jener Abgötterei zugrunde lag. Der alte chaldäische Sonnendienst, die griechische Vergötterung der Naturkräfte und die altrömische Erhebung der Menschen des goldenen Zeitalters unter die Götter sind nur verschiedene Manifestationen ein und desselben Prinzips, nämlich der völligen Entfremdung des Herzens von Gott, seiner Neigung, sich selbst zu verbergen in das Dunkel seiner eigenen verderbten Vorstellungen und sein eigener Gott zu werden. Dieses Prinzip entwickelte sich so furchtbar, als es auf Erden möglich ist, in dem Geheimnis der Bosheit, welches auf den sieben Hügeln seinen Sitz aufschlug. Denn darin vergötterte der Mensch sich selbst und maßte sich Gewalten an, die Gott im Himmel sich selbst vorbehalten hat. Eine so feine, zugespitzte, in ihrem Wesen entsetzliche, in ihrer Form täuschende Art der Kreaturvergötterung, als in dem Papismus zur Erscheinung kam, hatte die Welt bis dahin noch nicht gesehen. Und es ist wohl zweifelhaft, ob sie ihrem Wesen nach jemals wird überboten werden können, weshalb der von der Schriftoffenbarung geleitete Geschichtsforscher keinen Anstand nehmen kann, den Papismus das größte Unglück zu nennen, welches nächst dem Sündenfall je über das Menschengeschlecht gekommen ist. Noch weiter entfernt von Gott könnte die Welt vielleicht überhaupt nicht mehr existieren. Der Ritt, welcher die Gesellschaft noch zusammenhält, der Kitt, welcher die Gesellschaft noch zusammenhält, ist schon sehr lose geworden. Er würde dann ganz zerstört werden und das soziale Gebäude würde in Trümmer fallen.
Es mag hier ein für alle Mal zur Anwendung aller Missverständnisse darauf aufmerksam gemacht werden, dass in dem ganzen Buche von dem Papsttum als System die Rede ist und dass mit der unbedingten Beurteilung desselben auf seine Weise ein Urteil über die Seelen, die ja der ungeheuren Mehrzahl nach bona fide unter seiner Herrschaft sich befinden, gefällt ist. Das Papsttum, der Antichrist, ist ein System, nicht eine einzelne Person, sagt der Übersetzer hier mit anderen Worten. Nachdem wir nun so den Ursprung des Romanismus angegeben haben, wollen wir in den drei folgenden Kapiteln versuchen, seine Entstehung und seine Fortschritte zu zeichnen. Das beendet das erste Kapitel des ersten Buches und wir gehen in das zweite Kapitel über in der nächsten Sitzung. Und ich hoffe, dass euch das Buch, der Anfang, diese erste Lesung, diese initiale Lesung so gut gefallen hat und das gleiche Verlangen nach mehr Wissen in euch auslöst, wie es in mir das ausgelöst hat. Fast ein wenig schade, dass ich zwischendurch nie unterbrochen wurde, aber dann hätte es ja nur noch länger gedauert. Auf jeden Fall freue ich mich auf eine vielleicht spätere Diskussion, dass wir über dieses Buch noch ein wenig sprechen können, und ich kann es gar nicht erwarten, dass ihr in 14 Tagen den nächsten Teil dieses wunderbaren Buches, Das Doppelgesicht des Papsttums, von James Aitken Wylie ins Deutsche übersetzt 1853, lesen können. Ich danke dem Herrn dafür, dass er dieses Buch hat entstehen lassen. Ich danke dem Herrn dafür, dass Bernd dieses Buch mit mir geteilt hat und dass ich es gefunden habe und gelesen habe und dass ich es jetzt mit euch teilen kann. Ich danke dem Herrn ehrbietig für dieses Ministerium, Stunde der Wahrheit, was mich in die Lage versetzt, diese Dinge mit meinen Brüdern und Schwestern in Christus zu teilen. Und ich verbleibe mit dem Aufruf wie immer. Bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha.